Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Remake. Ja, wir haben letztens eine neue Waffe gekauft. Den, wie heißt das Ding? Bolzenwerfer. Den werde ich allerdings erstmal noch nicht benutzen, denn wir haben sehr begrenzt Munition. Wir können allerdings Munition herstellen. Apropos, sehe ich überhaupt wo, wie ich die machen kann? Messer und... hier dieses Zeug, wie heißt das? Rohstoffe? Ne, das sind keine Rohstoffe, das ist was anderes. Was ist das? Naja, haben wir noch nicht gefunden, können wir also eh noch nicht machen. Aber ist ganz gut für später, glaube ich. Ich würde sagen, ich laufe mal weiter. Warte mal, ist das überhaupt der richtige Weg? Bin ich von hier nicht gekommen? Ne, bin ich nicht. Ich bin schon wieder blöd. Okay, einfach weitermachen. Einfach ignorieren und weitermachen. Was ist denn mit meinen Haaren los, Digga? Ist ja furchtbar. Ach, die Stelle, an die erinnere ich mich auch noch. An die erinnere ich mich ganz böse, denn das erste Mal... Also ich hab's einmal vernünftig gespielt, mit schöner Grafik. Schön in 2K oder so, oder 4K. Mit Emulator. Aber ganz am Anfang, als ich das erste Mal gespielt habe, Resident Evil 4, das Original, da waren die Einstellungen so für'n Arsch, das war wirklich alles übel verpixelt. Ich hab's trotzdem gespielt, weil ich das Spiel einfach spielen wollte, aber es war wirklich einfach nur ein Krampf. Eine Kirche, das muss sie sein. Okay, hier vorne sind die auch wieder am Arbeiten auf dem Friedhof. Das werde ich natürlich schamlos ausnutzen. Und ihn hinterrücks erstechen. Ich frage mich, ob die Rätsel noch die gleichen sind. Oder ob die abgeändert haben. Ich könnte es mir sogar gut vorstellen, einfach um den Leuten auch was zu bieten, die das Original gespielt haben. Es werden safe nicht dieselben Rätsel sein. Allerdings sieht das hier schon ziemlich ähnlich aus. Irgendwas musste man auf jeden Fall mit den Grabsteinen machen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe das Spiel auch nur einmal durchgespielt damals, also alles im Rahmen. Spoiler sind im Rahmen. Nicht das Nudelgericht. Ich halte mein Maul. Ich soll es einfach lassen. Ich bin weg. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. So, da bin ich wieder. Okay, hier ist nichts weiter. Ich laufe mal weiter in die andere Richtung. Warte mal. Ist das was? Nö. Ist einfach nur ein andersfarbiger Stein. Ich denke auch schon wieder, hier ist überall etwas. Aber ich will auch nichts übersehen, ne? Komm ich hier rein? Jo. Kleinen Moment. Ich gucke erstmal hier lang. So, im Original war hier hinten nämlich so ein Ding, wo man irgendwie ein Rätsel machen konnte. Das ist also schon mal anders. So, hier haben wir noch eine Kiste. Eleganter Haarschmuck. Kann ich da was einsetzen? Nein, kann ich nicht. Schade. Rohstoffe. Und hier ist noch eine... Quest für den Händler. Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand, die Wappen auf ihren Grabsteinen zerstören? Auftrag, die Wappen auf dem Grab, auf den Gräbern zerstören. Gebiet Kirche. Dafür kriegen wir 2 Spinell. Würde ich mal machen. Ich weiß nicht genau, welche Wappen er meint, aber das finden wir raus. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Ich gehe einfach mal kurz hier hoch. Guck mal, was wir da haben. Hier ist eine Blendgranate, okay. Die finde ich jetzt nicht ganz so super. Ich hätte lieber eine Sprenggranate, eine ganz normale Splittergranate, aber na gut. Ich nehme, was ich krieg. So, dann gleich hier nochmal kurz rein. Was haben wir denn hier? Das sieht mir nach Safe Room aus. Ah, hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Oh!
Ist sie das? Ist das, Scheiße, ich habe ihren Namen vergessen. Oh mein Gott, wie kann ich ihren Namen vergessen? Egal. Ashley, genau, Ashley. Sie ist es. Okay. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Das ist die Person, die wir suchen, für die Leute, die es noch nicht gerafft haben. Karte des Seeufers. Ich muss auch nochmal austesten, ob dieses Easter Egg noch da ist. Da muss ich dann denken. Ich will, dass es hier drin ist. Es muss hier drin sein. Die können das nicht genommen haben. Dieses Easter Egg muss hier sein. Ich will mich von diesem Vieh fressen lassen. Aber egal, kommt später. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen... Okay. Entweder bin ich schon wieder bescheuert oder dieser Satz ist komisch. Ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf... Euren weiteren Befehl unseres Herrn. Wahrscheinlich so rum. Verschließt die Kirche und versteckt den Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Ah, okay, es kommt sogar relativ bald, so wie es aussieht. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Es ging aus dem Brief hervor, Leon. Also, na gut, er hat recht, eine Überraschung wird es dadurch nicht mehr. Gut, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Ich würde gerne einmal die Nebenquest vorher machen. Heißt, ich speichere nochmal. Und wir gehen erstmal die Gräber zerschießen. Ja, wobei, eigentlich ist es egal, weil wir müssen später wieder hierher. Heißt, wir gehen doch erstmal weiter. Halte ich mich an meine Ideen? Nein, ich lasse mich sehr leicht umstimmen. Na, konnte ich da gerade was machen? Nö. Oh Gott. An die Stelle kann ich mich, glaube ich, auch noch erinnern. Erstmal hier aufmachen. So, das ist ja einfach nur der Zugang hier, genau. Ja, hier könnte es jetzt auch nervig werden. Hier wäre das Scharfschützengewehr wahrscheinlich ganz gut gewesen. Lago. Hier kommen jetzt nämlich wieder Leute mit Dynamit, wenn ich mich recht erinnere. Da geht's nämlich schon los. Okay, es sind Molotow-Cocktails. Das, ja gut, ist kein Dynamit. Ich habe wieder Scheiße gelabert. Noch wer? So. Na, komm runter, komm spielen. Meine Waffe hat ordentlich Wumms. Ich habe die geupgradet, ja? Bleib lieber weg. Überleg's dir zweimal. Scheint angekommen zu sein. Ich bin gleich für dich da. Kleinen Moment. Gedulde dich noch ein bisschen. Ja, nicht jetzt. Ich bin gerade mit einer Schlange beschäftigt. Du Arschloch. Friss das. Hat sie den anderen erwischt? Ja, sehr gut. Okay, Schlange. Komm mal her. Wo ist sie hin? Ich brauche das Vieh. Ah, okay, sie hat's auch erwischt. Sehr gut. Uns fehlt also nur noch eine. Mensch, wir machen mal Progress. Ich häng mal nicht ewig an einer Stelle. Es ist ja was. Wow! Lass das. Ja, genau. Brenne. Friss deine eigene Medizin. Wo kommst du denn her? Yeah. Junge, ich war doch auf ihrem Kopf drauf. Jetzt hör auf! Es reicht. Okay. Die hat genug. Ah, ich habe schon wieder gut Damage bekommen, ne? Ich brauche mal wieder was zum Healen. Ich meine, ich habe noch zwei von denen und ich könnte die Schlangen theoretisch essen, aber... Ne. Ich könnte mir mal ein Ei reinpfeifen. Oh, das hielt sogar richtig viel. Lol. Ich hätte gedacht, es wäre nutzloser. Was sagt die Muni? Ja, ein bisschen haben wir noch. Macht sich bemerkbar, das Upgrade. Kann ich hier runter? Okay, jetzt bin ich einfach nur wieder hier. Ich bin Dulli.
Okay, erst nochmal hoch, alles looten. Okay, das war's einfach schon. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Nee, 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 nee. So fangen wir gar nicht erst an. Ach, komm. Okay, der Nahkampf, den kann ich irgendwie nicht so gut. Da scheiße ich irgendwie ganz schön rein. Und auch ganz schön oft. Aber wie er die Kamera, seine Körperhaltung ändert, das finde ich nice. Das ist ein schönes Detail. Auch wenn er so auf den Boden geht oder nah dran ist, dass er die Waffe dann so anders hält, das ist schon nice. Muss man sagen. Es war so unterschwellig, aber was ist mit dem Holz? Ich gehe einfach. Ich lasse das Holz mal Holz sein. Noch ein Küchenmesser. Ey, so langsam finden wir echt viel Stuff, ne? Es wird langsam kritisch hier mit dem Platz. Wir müssen die Schlangen bald mal loswerden. Hier noch? Noch ein Auftrag von dem Händler? Wie viele gibt's denn hier? Ja, das sieht irgendwie aus, als würde es hier weitergehen. Warte mal, ich guck gleich nochmal in die andere Ecke. Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Oh, ich weiß, wer das Ding benutzen soll und ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Kampf den Medaillons 2. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin gegen ihre Gegenwart... ich bin ihre Gegenwart leid. Ich wollte da gerade was anderes lesen. Junge, Kamera, hör auf. Lass es, bitte. Sollen wir reden? Hast du ein Problem? Wirst du schlecht bezahlt? Möchtest du mehr Geld? Wir kriegen das hin. Ja, alle blauen Medaillons zerstören. Das, haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Okay, einmal zurück. Nee, warte mal. Ah ne, okay. Da komme ich einfach nur wieder hier hin. Also alles gut. Oh, ich habe keine Lust, Mann. Ich habe gerade schön viel Muni. Ich will das eigentlich nicht. Kommt das jetzt schon? Es sieht sehr danach aus. Oh oh. Die scheiß Wölfe schon wieder. Oh Gott. Ich und Controller, ey. Nein. So, jetzt aber. Seht ihr, wir haben es sogar nötig, viel Munition zu finden. Denn ich verschieße so viel. Es ist einfach nicht mehr okay. Oh, ich habe keine Lust. Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört es. Ich habe gemerkt, manchmal ist das Game ein bisschen leiser, als ich es höre in der Aufnahme, aber der ist, glaube ich, nicht zu überhören. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will wieder gehen. Leon, wollen wir nicht einfach nach Hause gehen? Lass Ashley doch einfach Ashley sein. Die kriegt das schon hin. Was haben wir hier? Ah, verdammt. Da brauche ich einen anderen Schlüssel für. Rohstoffe. Oh, der Händler. Ja, du denkst wohl, ich übersehe dich. Nein, nein, nein. So nicht. Okay, wir haben sogar wieder gut was. Ich könnte nochmal gucken, ob wir eventuell uns noch was Schönes snaggen können. Und der Fight, der kommt doch noch nicht, so wie es aussieht. Ah klar, wir müssen ja auch erstmal zum See, ne? Macht schon Sinn. Warte mal, ist das ein Aufzug? Kann ich den jetzt schon benutzen?
Ich probiere es gleich mal aus. Aber wobei, eigentlich macht es noch keinen Sinn. Da ist eine Luger, die will ich haben. Warte mal, ist das eine Luger? Sah die Luger so aus? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Ja, ein schöner RPG. Ja, schon nice. Was haben wir hier? Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbegrenzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Das ist gut zu wissen. Es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Ich komme auf dieses Partner nicht klar. Na gut, Fremder klingt auch scheiße. Ist egal. Ich vermisse das Stranger. Wie schön er das betont hat. Ich frage mich, wie das in dem Remake klingt. Ich muss das irgendwann nochmal auf Englisch spielen. Sechseckiges Teilstück A. Hat irgendwie ein bisschen gedauert, bis das eingeblendet wurde. Okay, wo geht's hier hin? Das sind mir schon wieder zu viele Möglichkeiten. Ich kann hier schon wieder zu viel machen. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Warte mal, hier ist ein Zwischenziel. Das heißt, hier unten geht's wahrscheinlich zum Hauptziel. Ja, dann gehe ich erst hier oben lang. Aber vorher nochmal zum guten alten Händler, Reno. Und ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr in der Folge. Nee, die ist schon wieder bei 17 Minuten. Ich habe so das Gefühl, ich komme viel zu schleppend voran, ne? Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Aber muss. Okay, da gehen wir später lang. Ich schaue nochmal, ob der irgendwas Schönes hat. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Aktuell nichts Neues. Okay, tunen könnten wir allerdings. Nachladegeschwindigkeit, ja, mit der komme ich eigentlich aktuell noch klar. Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, wir haben quasi kein Geld, aber verkaufen können wir noch. Und zwar haben wir noch... Hatten wir nicht noch irgendwas, was wir verkaufen konnten? Nee, anscheinend nicht. Ja, die Vipern, ich weiß halt nicht, ob das... Was ist mit der Musik? Irgendwie ist der Sound gerade abgehackt. Naja, egal. Die Vipern würde ich gerne alle auf einmal verkaufen. Ich weiß nicht, ob sich das... oder? Ja, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich die auf einmal verkaufen muss oder ob das einfach nur insgesamt zählt. Deswegen verkaufe ich erstmal nur das Ding. Ein hervorragender Deal. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Jetzt halt mal die Gusche. Die Feuerrate von der Shotgun. Ja, das könnte man vielleicht auch machen. Magazingröße. Ja, die wird halt nur um einen erhöht. Das lohnt sich quasi gar nicht. Ja, was ist mit der Musik, ganz ehrlich? Die Bolzenwerfer habe ich noch nicht in Aktion gesehen, da kann ich noch nicht einschätzen, ob ich da ein Upgrade brauche oder nicht. Ich würde sagen, ich spare einfach erstmal das Geld. Na gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Ich speichere nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.